Und herzlich willkommen zu einem neuen Video und auf meinem YouTube-Kanal Das Leben auf Rädern. Heute bin ich bei der Rehab in Karlsruhe und da werde ich euch mal ein bisschen zeigen, was hier so stattfindet, was hier passiert. Und ich war schon in der Halle 2, jetzt gehen wir in die Halle 3 und gucken da mal, was so abgeht. Also kommt mit, seid dabei. Genau, bis später. Heute auf der Messe bin und ich wollte euch jetzt einfach mal den Raum hier zeigen, wie man hier auf die Toilette gehen könnte. Ich muss jetzt nicht, aber hier gibt es Hilfsmittel, wo ich auf jeden Fall da zu der Seite komme, was ich brauche. Und ich wollte euch einfach mal demonstrieren heute. Das ist jetzt der Hängelifter, da werde ich eingehakt. Das kann man jetzt leider nicht demonstrieren. Aber auf jeden Fall bin ich froh und finde es auch gut, dass man sowas hat. Und ja, hier hinten gibt es dann noch ein unterfahrbares Waschbecken.
wo ich dann einfach ganz normal hier mit Spiegel ganz normal unterfahren kann. Mit dem Knauf hier, also da geht der Spiegel auch runter. Wenn er geht, dann kann ich mich auch angucken. Also seht, sehr barrierefrei. Und hier kommt man auch gut dran. Ja. Alles in allem ist ja gut durchdacht. So. Ja, etwas eng, habt ihr gesehen. Aber ja, weil hier auch so Wände stehen, aber dient ja als Sichtschutz. Ja, hier ist dann nochmal eine Liege, oder wo man sich dann drauflegen kann, wenn man es benötigt. Auf jeden Fall sehr durchdacht. Also das war es auch schon von der Messe. Das ist jetzt der an der Halle 1 bei den Sanitätern an der Stelle gibt es diesen Raum. Falls jemand hier mal herkommt, nächstes Jahr ist dann auch wieder, oder ne, stopp, in 2 Jahren gibt's auch wieder die Reha-Messe oder Rehab. Und ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Und das war wieder der Gerard vom YouTube-Kanal Das Leben auf Rädern. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Und nicht vergessen, immer einen Daumen hoch, abonnieren und weiter drüber sprechen und meine Videos teilen. Also ein schönes Wochenende. Ciao, ciao.